Nächster Redner jetzt Falko Moors für die SPD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Gesetz ist gut, daran wird kein Wort geändert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht wissen Sie noch, von wem dieser Satz stammt. Tatsächlich vom damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt aus dem März 2015 zur ersten Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes. Also lange, bevor die Pkw-Maut überhaupt in Kraft gesetzt werden sollte. Heute, im Jahr 2019, wissen wir, dass diese Maut in der letzten Legislaturperiode nicht gekommen ist, zum 01.01.2016 nicht gekommen ist. Und meine Kollegin Kirsten Lühmann hat darauf hingewiesen, mit dieser Bundeskanzlerin offensichtlich auch mit dem EuGH nicht kommen wird, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und das, was wir aber in der Zwischenzeit erlebt haben, hat mich manchmal doch so ein bisschen an so ein trotziges Kind erinnert, welches einen viereckigen Bauklotz bei seinem Holzspielzeug probiert, durch das sternförmige Loch zu pressen. Aber heute wissen wir konkret, dass die Pkw-Maut mit dem Urteil des EuGH Geschichte ist. Und da muss man sagen, das Eckige passt in diesem Fall nun mal nicht durch das Loch. Und um bei den Fakten zu bleiben, feststeht nämlich auch, Herr Krischer, die SPD-Bundestagsfraktion hat während der gesamten Verhandlung zum Koalitionsvertrag und danach klar gesagt, was wir von dieser Maut halten und wie kritisch wir dieser Maut gegenüberstehen und dass sie nur unter ganz bestimmten Bedingungen von uns mitgetragen wird. Und zwar erstens, wenn es keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für inländische Autofahrer gibt und wenn zweitens die europäischen Nutzerinnen und Nutzer bei uns nicht diskriminiert werden. Sie haben das in Ihrer Rede leider genauso weggewischt, diese Bedenken, die es von uns gab, wie es der Kollege Luksic getan hat. Und Herr Luksic, wo ich bei Ihnen bin, Sie haben in Ihrer Rede empfohlen, dass wir uns die FDP als Vorbild nehmen sollten. Ich sage Ihnen mal was, als jemand, der aus Niedersachsen kommt, dann hätten wir übrigens weder eine Landesregierung in Niedersachsen, wo sie sich der Ampel entzogen haben, noch auf Bundesebene wahrscheinlich eine Bundesregierung zustande bekommen, wenn alle wie Sie sich so aus der Verantwortung genommen haben. Ich bin froh, dass wir uns kein Vorbild an Ihnen als FDP genommen haben. Und wo wir kurz im Rückblick auf die Reden von eben sind, meine Kollegen Holm und Wiele von der AfD. Vielleicht sollten Sie bei sich in der Partei und in der Fraktion auch mal für Klarheit sorgen, was Sie eigentlich von diesem Vorhaben halten. Ich habe mir den zweifelhaften Spaß gemacht und bei Ihnen auf der Seite mal nachgeguckt. Ihr Kollege Dirk Spaniel behauptet, dass der EuGH mal wieder zulasten des deutschen Staates entscheiden würde, und er ist bedauert, dass diese Maut nicht kommt. In das gleiche Horn stößt übrigens Stefan Keuter, der dies ebenfalls bedauert. Gucken Sie einfach auf Ihrer eigenen Homepage nach und überlegen Sie doch einfach mal, ob das, was Sie hier eben gesagt haben, dass Sie das nämlich tatsächlich so begrüßen, ob das alles am Ende so zusammenpasst oder ob Sie nicht hier wieder neben dem typischen Euro- und EuGH-Gerichtspopulismus und Bashing eigentlich für sich selber Ihre Position geklärt haben, Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Besonders problematisch erscheint mir übrigens das, und es wurde angesprochen, obwohl die Klagen aus Österreich und den Niederlanden bereits vorlagen, das Konsortium mit der technischen Vorbereitung beauftragt wurde und die Warnung an der Stelle ignoriert wurde. Das stellt uns jetzt am Ende vor zwei konkrete Probleme. Wir müssen dringend klären, in welcher Höhe tatsächlich Vertragsstrafen anfallen. Hier brauchen wir die heute Morgen zugesagte Transparenz. Und das zügig. Und zweitens muss dringend geklärt werden, wie das entstandene Loch in Ihrem Haushalt, Herr Scheuer, zu stopfen ist. Und um mal in dem Bild des trotzigen Kindes zu bleiben, was nicht funktioniert, ist wie das kleine Kind, dem das Spielzeug weggenommen wurde, dann zu Papa Olaf, dem Finanzminister, zu laufen und zu jammern, man möchte mehr Geld dafür haben. Herr Scheuer, als Minister erwarte ich schon von Ihnen, dass Sie aus Ihrem Haushalt, aus Ihrem Etat dort Lösungsvorschläge bringen, wie wir genau diese Finanzierung am Ende sicherstellen können. Und dann können wir darüber weiter diskutieren. Also, Fakt ist, das Wunschprojekt einiger, der Pkw-Maut, wird nicht kommen. Es ist gescheitert. Mein Verhältnis zur Regierung ist an der Stelle absolut ungetrübt. Wir haben einen Koalitionsvertrag, Herr Kollege.
Und im Gegensatz zu Ihnen übernehmen wir Verantwortung und bashen nicht nur Gerichte, bashen nicht nur Minderheiten. Wir übernehmen Verantwortung. Ich bin froh, dass Sie das übrigens nicht tun in diesem Land. Und dabei wird es hoffentlich auch bleiben. Also, meine Damen und Herren, die Pkw-Maut wird in dieser Form nicht kommen. Mit uns nicht, mit dem EuGH nicht. Und das ist gut. In dem Sinne, alles Gute noch, meine Damen und Herren. Frau Kumors war das von der SPD-Fraktion am Ende mit einer Reaktion auf einen Zwischenruf aus der AfD.